Einsatz gegen illegale Migration. Wir sind mit der Bundespolizei an Deutschlands Grenzen unterwegs. Auf der Schiene, auf der Straße und in der Luft. Wollen herausfinden, wie die Beamten an Brennpunkten gegen steigende Flüchtlingszahlen und rücksichtslose Schleuser vorgehen. Erste Station Basel, deutsch-schweizerische Grenze. Hallo. Hi. Polizeikontrolle, einmal Ausweis bitte. Tarik und Nathalie kontrollieren heute einen ICE, noch bevor dieser deutschen Boden erreicht. Ein Sonderabkommen mit der Schweiz macht's möglich. Einreisen können so noch vor dem Grenzübertritt verhindert werden. Viel Zeit bleibt nicht, bis zum nächsten Halt sind es nur 6 Minuten. Wir versuchen in diesem Zug die unerlaubte Einreise nach Deutschland zu verhindern und gehen jetzt durch jedes Abteil und schauen nach Personen, wo da in unsere Rasche passen, zum Beispiel wo gar kein oder wenig Gepäck dabei haben, wo einfach vom Phänotypus oder vom äußeren Erscheinungsbild da in unser Raster passen. Gleich zu Beginn der Kontrolle werden Tarik und Nathalie auf einen jungen Mann aufmerksam. Hello, police control, your passport please. Schnell stellt sich heraus, er stammt aus Marokko, besitzt zwar einen Pass, aber kein gültiges Visum. You have no visa for Germany, not nothing. Zudem verstrickt er sich in Widersprüche. Er wolle eigentlich nach Amsterdam, erklärt er. Später spricht er von einer Freundin in Basel. Tarik versucht mit ihm auf Arabisch zu sprechen. Kannst du mal sagen, dass er den Zug mit uns dann verlassen muss? Wir haben jetzt hier einen marokkanischen Staatsangehörigen festgestellt. Er war nur im Besitz vom Reisepass. Ihm fehlt praktisch der Aufenthaltstitel, also das Visum für die Einreise nach Deutschland. Und deshalb muss die Person jetzt mit uns den Zug verlassen. Ja, please go out. Okay, so big, ja, komm. Hallo, hier. Hey, take your bag. I'm not your... Okay, so don't deal. Los. Statt mit dem ICE weiterzureisen, geht es jetzt für den aufgegriffenen Mann in die sogenannte Bearbeitungsstraße am Badischen Bahnhof Basel. Fotos, Registrierung, Fingerabdrücke. Jede aufgegriffene Person durchläuft hier erkennungsdienstliche Maßnahmen. Mit uns reden will der Mann aus dem Zug nicht. Jetzt muss die Person praktisch registriert werden. Das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Aufgriffsbericht, weil wir praktisch die aufgreifenden Beamten waren. Und danach geht dann das Prozedere hier weiter. Die Person wird dann den Schweizer Behörden übergeben. Und die Schweizer machen das dann in ihrer eigenen Zuständigkeit weiter. Doch das heißt auch, viele versuchen es an einem der anderen 43 Grenzübergänge einfach erneut. Denn Deutschland ist für viele Migranten ein lang ersehntes Ziel. Und die Schweiz guckt nicht immer so genau hin. Allein bis September stellten die Beamten mehr als 12.000 illegale Einreisen in der gesamten Region fest. Schon jetzt mehr als im vergangenen Jahr. Auch deshalb wurde die Polizeipräsenz zuletzt weiter erhöht. Doch nicht nur an der Schweizer, auch an der deutsch-französischen Grenze ist die Bundespolizei im Einsatz. Hier setzen sie auch auf den Super Puma, eines der effektivsten Einsatzmittel der Bundespolizei. Die Piloten fliegen mit ihrem 3600 PS Hubschrauber deutsch-französische Fahndungstrupps an die Grenze. Mit ihren aufwendigen Flügen wollen sie immer einen Schritt schneller als Schleuser sein und vor allem unvorhersehbar. So wird in Neuenburg in Südbaden jetzt in Minutenschnelle für sie eine Kontrollstelle errichtet. Wir haben ein Bodenteam, ein kleines Team, die die Kontrollstelle aufbauen. Da wird auch festgelegt, wer als erstes dann vorne selektiert oder einweist die Kollegen. Die sind erfahrene Kollegen, die wissen, worauf sie schauen müssen. Die schicken uns dann die Fahrzeuge raus. Cedric Habicht ist Einsatzleiter. Er koordiniert 2 Fahndungstrupps, die zeitgleich mehrere Kontrollen auf deutschem oder französischem Gebiet in der Nähe von Grenzübergängen durchführen. Eines ihrer Ziele: illegale Einreisen verhindern. Die Kooperation mit der französischen Gendarmerie bringt dabei Vorteile. Wenn wir in solchen grenzüberschreitenden Einsätzen sind und den französischen Kollegen der Gendarmerie mit dabei haben, er kann sofort die Daten im französischen System kontrollieren. Schon eines der ersten Autos, ein Treffer. Zwar handelt es sich nicht um Migranten, doch die Beamten nehmen es ernst, denn auch andere Straftaten stehen auf der Tagesordnung. In diesem Fall wollte der französische Fahrer nur mal kurz hinter der Grenze billige Zigaretten einkaufen. Aber wie? Okay, es entwickelt sich gerade ein wenig in eine andere Richtung. Also Versicherung ist vielleicht nicht gültig, aber was schlimmer ist, es gibt keinen Führerschein für den Fahrer. Dieser ist nicht mehr gültig. Andreas Persch arbeitet als Leiter der deutsch-französischen Einheit eng mit den Kollegen der französischen Gendarmerie zusammen. Sie werden den Fahrer jetzt anzeigen, er muss zu Fuß nach Hause.
Innerhalb kürzester Zeit kontrolliert die Einheit weitere Fahrzeuge. Grundsätzlich verdächtig sind momentan vor allem Transporter mit mehreren Menschen an Bord. Es könnte ein Schleuserfahrzeug mit Flüchtlingen sein. Doch erstmal ist alles in Ordnung. Die Polizei deckt an diesem Standort nur kleinere Delikte auf. So finden sie einen Kofferraum voll Textilien mit gefälschten Modelabels und auch eine illegale Waffe. Ja, wir haben im Handschuhfach des einen Fahrers ein Butterfly-Messer gefunden. Das ist ein verbotener Gegenstand in Deutschland, das heißt, man darf den nicht mal besitzen. Das stellt eine Straftat dar, Verstoß nach dem Waffengesetz. Dann kommt der Super Puma wieder. Schnell soll es zur nächsten Kontrolle gehen, wo wieder ein mögliches Einfallstor für Schleuser wartet. Eine Kollegin auf dem Heimweg hat gerade gemeldet, dass im Schönraum direkt am Brauhaus eine Person steht, die telefoniert. Einsatz rund um die Uhr, auch an der Grenze zu Österreich. Auch sie ein Hotspot für illegale Migration. Im Einsatz Kommissarin Caroline Nowak und ihr Kollege Nico Hartel. Früh am Morgen wird in der Ortschaft Schönram ein junger Mann gesichtet. Verdacht auf unerlaubte Einreise. Aufgrund der Sprachbarriere versucht mein Kollege das jetzt mittels Google-Übersetzer alles zu klären. Den Sachverhalten, er konnte uns bis jetzt nur schildern, dass er mit dem LKW irgendwohin dagegen mit weiteren 4 Personen abgesetzt wurde. Von dem Schleuser fehlt jede Spur. Minuten später, 4 Personen werden auf der Dorfstraße gemeldet. Caroline Nowak und Nico Hartl versuchen sie zu beruhigen und eine erste Kontaktaufnahme. Türkisch? Do you understand a little bit Türkisch? Okay. Gehst du mal vor, dann gehe ich hinten ran. Okay, follow my colleague. Einsätze im Minutentakt, für Nowak und Hartl nichts Ungewöhnliches. Hier an der Grenze zu Österreich sind es manchmal 100 Menschen am Tag. Allein bis September hat die Bundespolizei in der Region über 18.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Tendenz steigend. Der Älteste der Vierergruppe bricht in Tränen aus. Er hat auf der Flucht seinen Sohn verloren. Nico Hartl erreicht einen Arabisch-Dolmetscher. Verständigung über Handy-Lautsprecher. Zurück im Streifenwagen. Solche Aufgriffe haben sie hier täglich, erzählt uns Kommissarin Nowak. Viele Flüchtlinge hätten Angst, seien verunsichert oder, wie bei dem Mann eben, auf der Flucht von der Familie getrennt worden. Wie geht man damit um? Ich glaube, es ist wichtig, menschlich zu bleiben, aber irgendwie auch so eine gewisse Distanz im Dienst auch versuchen aufzubauen. Man kann ja nicht jedes Schicksal mit nach Hause nehmen. Bei der Bundespolizei in Freilassing reichen die Container nicht mehr aus. Für ankommende Flüchtlinge wurden Zelte errichtet und Feldbetten aufgebaut. Die Einsatzkräfte hier arbeiten täglich am Anschlag und die Belastung nimmt zu. Außerdem haben sie es hier mit immer brutaleren Schleusern zu tun. Wir erleben Schleusungen in Kastenwegen mit 20 bis 30 Personen, die unter teils lebensgefährdenden Umständen nach Deutschland verbracht werden. Und wenn wir nicht ermitteln würden, wie diese Einreiseumstände zustande gekommen sind, wann die Personen nach Deutschland eingereist sind und welche Kontaktdaten sie möglicherweise noch verfügen, könnten wir dem einen oder anderen Schleuser das Handwerk nicht legen. Wie rücksichtslos die Schleuser vorgehen, zeigt dieser Fall im Oktober. In einem Auto, das eigentlich für 9 Personen zugelassen ist, zwängen sich 23 Menschen aus der Türkei und Syrien. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren will, rast er davon, kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Am Ende sind 7 Menschen tot, darunter ein 6-jähriges Kind. Solche Bilder haben auch sie immer vor Augen. Caroline Nowak und Nico Hartl auf Streife im Grenzgebiet. Sie suchen 2 Flüchtlinge, die von Schleusern ausgesetzt wurden. Plötzlich auf einem Feldweg neben der Landstraße 2 junge Männer. Do you have ID card, passport, anything? Passport, no. ID card? Yes, can you show me? Es handelt sich um 2 Kurden. Sie sind nicht allein, erzählen sie. Insgesamt seien es 5 Autos gewesen. Allein in ihrem saßen 12 Personen. Dass manche Schleuser Kolonne fahren, hat für Nowak und Hartl System. Da fährt zum Beispiel ein Scout-Fahrzeug voraus, versucht auszukundschaften, ob die Lage sicher ist, ob Polizei in der Nähe ist. Und dann folgt das Schleuserfahrzeug. Das sind manchmal 2 Leute dann in einem Auto, also ein Schleuser, ein Geschleuster. Manchmal haben wir Kastenwägen, die sind voll beladen mit über 20 Leuten. Auf der Suche nach den Schleusern. Das Einsatzgebiet ist riesig. Oft erleichtern Hinweise aus der Bevölkerung den Polizeikräften die Arbeit. Am Ende zählt vor allem Erfahrung. Sag mal, die älteren Kollegen, die kennen hier auch die verwinkelsten Ecken. Aber das lernen die uns dann schon. Und ja, jede Schicht lernt man mehr. Zurück an die deutsch-schweizerische Grenze. Nathalie und Tarik unterstützen in ihrer 12-Stunden-Schicht jetzt ihre Kollegen.
Und zwar an einem der wichtigsten Autogrenzübergänge Deutschlands, weil am Rhein. Kontrollen sind hier nicht vollkommen neu. Doch seit Mitte Oktober, seitdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser stationäre Grenzkontrollen bei der EU angemeldet hat, können diese theoretisch wieder rund um die Uhr stattfinden. Aber wie entscheiden Sie eigentlich innerhalb von Sekunden, ob und welche Autos Sie rausziehen? Das sind grundsätzliche Lageinformationen, die wir so nicht rausgeben können. Es wird aber schon geschaut, wie das Kfz an sich aufgebaut ist, ob da eben genug Platz wäre für weitere Personen, vielleicht im hinteren Bereich, weil das auch einfach ein Vorgehen ist, was öfter erfasst wurde. Kurz darauf, dieser LKW aus dem Ausland weckt das Interesse der Beamten. Police Control, Police Park, okay. Sie wollen sich das Fahrzeug genauer ansehen. Zwar gibt es dafür genaue Vorgaben, doch jede Kontrolle ist anders und jede birgt Unwägbarkeiten. Ein leicht mulmiges Gefühl ist so auch bei Nathalie immer mit dabei, obwohl die Freiburger Polizistin schon seit mehr als 15 Jahren im Dienst ist. Ja, man ist schon natürlich auf alles gefasst. Also der Zeitpunkt, bis die Plane hochgeht, ist dann immer schon spannend. Ja, wenn natürlich dann irgendwie 20 Personen auf dem LKW wären und darunter noch Kinder, weiß ja auch nie, in was für einem Zustand die Personen dann sind. Doch Migranten im Fall der Fälle abfangen und einfach zurückschicken, das ist hier für die Beamten, anders als vorhin auf Schweizer Hoheitsgebiet, nicht ohne weiteres möglich. Wenn jemand keine gültigen Papiere für die Einreise nach Deutschland hat, wird er in die Bearbeitungsstraße mitgenommen. Und je nachdem, ob die Person dann Asylbegehren äußert, dann zur Landeserstaufnahmeeinrichtung nach Freiburg weitergeleitet oder eben kein Asylbegehren äußert, dann führen wir eben die Zurückweisung in die Schweiz durch. Knapp 100 Kilometer nördlich an der französisch-deutschen Grenze. Zum Entspannen bleibt nur wenig Zeit. Wieder will der Fahndungstrupp unberechenbar sein. Diesmal führt ein kurzer Flug entlang des Rheins in die Nähe von Offenburg. Hier haben die Kollegen schon die nächste Kontrollstelle aufgebaut. Zwei Beamte beobachten den Verkehr und bestimmen aus polizeilicher Sicht, wer kontrolliert werden soll. Das Thema illegale Einreise beschäftigt die Bundespolizei auch hier. Wir müssen alle Grenzen im Blick behalten und natürlich wäre auch eine verstärkte Kontrolle in der Schweiz könnte dazu führen, dass Ausweichrouten mehr genutzt werden und das wäre natürlich auch eine Route über Frankreich. Erstmal bleibt hier alles ruhig. Die Kontrollen ergeben nichts Verdächtiges und doch, die Hubschrauber-Sprungfahndung bringt Polizei und Zoll enorme Vorteile. Zeitgleich können bis zu 4 Kontrollteams an unterschiedlichen Orten gleichzeitig arbeiten. Schnelligkeit ist hierbei der Trumpf gegen alle, die der Polizei gerne aus dem Weg gehen möchten. Es gibt auf Facebook Facebook-Gruppen, wo dann extra für Kontrollstellen in den Regionen drin sind. Das Schnellste, was bei uns mal war, waren 10 Minuten. Dann stand drin, hier eine Kontrollstelle. Somit wissen die ja relativ schnell Bescheid, weil die sind ja dann meistens auch dort aktiv. Deswegen versucht man dann kurze Einsatzräume, kurze Kontrollzeiten zu haben, um dann schnell zu verlegen. Ortswechsel an die östliche Grenze Deutschlands, die A17 zwischen Prag und Dresden. Zentrale Route zwischen Osteuropa und Deutschland. Auch hier soll durch stationäre Kontrollen für Schleuser kein Durchkommen mehr sein. Seit mehr als 2 Wochen wird daher rund um die Uhr kontrolliert. Die Bundespolizisten schauen jedem der rund 15.000 Fahrer pro Tag ins Gesicht. Auch jeder Reisebus wird angehalten. Dieser kommt aus Bulgarien, an Bord 39 Menschen. Alle müssen ihre Pässe zeigen. Gleichzeitig wird das Innere des Busses durchsucht. Dann schauen wir uns die Toiletten an. Nicht, dass da in einer Toilette vielleicht noch eine Person drin sitzt, welche nicht die Erlaubnis hat, nach Deutschland einzureisen. Es geht Schlag auf Schlag. Ein Bus nach dem anderen kommt. Hier der Flixbus von Budapest nach Berlin. Viele junge Menschen sind im Bus unterwegs. Generation Europa, für die offene Grenzen eine Selbstverständlichkeit sind. Morgens 7 Uhr aus dem Schlaf gerissen, hat hier kaum einer Verständnis für die neuen Grenzkontrollen. Das ist gegen Recht der Menschen. Ich beeile mich zum Beispiel zum Seminar und jetzt verstehe ich, dass ich das nicht schaffe. Hier ist Europa. Und wir haben Schengen. Für mich ist das nur kompliziert. Ich muss raus. Ich muss meinen Pass zeigen.
Ich mag das nicht. Ich will schlafen. Doch solche Szenen wird es wohl noch öfter geben. Denn genau wie zu Polen und der Schweiz bleiben diese neu geschaffenen, festen Kontrollen mindestens noch bis Mitte November. Verlängerung möglich, die Entscheidung liegt in Berlin. Die meisten Autofahrer haben sich hier damit arrangiert. Ich finde es gut, das muss. Meinetwegen auch noch mehr davon. Und jeden Tag. Weil da sind zu viele Schieber und Schleuser, die da viel Geld dran verdienen, die Leute ins Elend stürzen. Wo feste Kontrollen sind, kommen aber kaum noch Schleuser. Sie weichen aus, etwa über die grüne Grenze. Wir haben vor ca. 30 Minuten einen Bürgerhinweis erhalten. Den gehen wir nach und konnten im Verlauf dort in dieser Nähe 14 Personen feststellen, davon 6 Kinder. Laut eigenen Angaben handelt es sich hier um syrische Staatsangehörige. Wir fahren mit zur Polizeidirektion Bergishübel, direkt an der deutsch-tschechischen Grenze. Hier kommen die aufgegriffenen illegalen Migranten an, werden erst versorgt. 2 Frauen, 6 Kinder. Im Polizeizelt nebenan liegen Syrer, in der Nacht ebenfalls aufgegriffen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren sie schon sehr lange auf einem Transporter gewesen, dass diese Personen wirklich schon sehr erschöpft sind. Auch hier folgen erkennungsdienstliche Maßnahmen. Fingerabdrücke, Computerabgleich, ob ein Haftbefehl vorliegt. Dann heißt es warten, bis es weitergeht in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Die Schleuser werden festgenommen, sitzen in Gewahrsam nebenan. Da die Regierung jetzt die Strafen verschärft hat, droht ihnen schon bei minderschweren Fällen mindestens eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr. Mit den Schleusern habe ich absolut kein Mitleid, weil das ist ein ganz schmutziges Geschäft, ein kriminelles Geschäft, ein kriminelles Reisebüro. Sie bekommen einen Auftrag, fahren zu einem Ort, nehmen Personen, interessiert nicht, woher sie kommen. Hier geht es einfach nur um Geld verdienen und wenn es geht, ganz schnelles Geld verdienen. Bis September gab es aus Tschechien übrigens 12.143 illegale Einreisen nach Deutschland. Im ganzen Jahr 2022 waren es rund 16.000. Für Nathalie und Tarek geht es derweil erst einmal zum letzten Standort. Denn in ihrer Schicht überprüfen sie auch noch die Straßenbahnen, die aus der Schweiz kommen. Auch diese werden derzeit noch intensiver kontrolliert. Wir sind jetzt in Weil im Rhein-Friedlingen. Wir kontrollieren jetzt die Tram 8. Die kommt dann hier angefahren und die kommt eben aus der Schweiz und hier stand eben Deutschland. Eine Kontrolle bitte. Genau wie bei den anderen Maßnahmen wird hier deutlich, sie sind aufwendig und binden etliche Beamte. Zudem sind gerade feste Kontrollen für Schleuser leicht auszuspähen und zu umgehen. Experten kritisieren daher die Maßnahmen, fordern stattdessen funktionierende Abkommen, damit Migranten erst gar nicht nach Europa kommen oder konsequent abgeschoben werden können. Doch das sei eine andere, eine politische Diskussion, heißt es hier. Und so setzen Nathalie, Tarek und ihre Kollegen ihre Einsätze an Deutschlands Grenzen erst einmal wie gehabt fort. Gegen illegale Migration und das lukrative Geschäft der Schleuser. Genau, für uns geht es weiter in die nächste Bahn. Wir müssen mal gucken, wie es kommt. Jedenfalls, was wir jetzt immer runter machen, gibt es.